Hallo. Als ob, Alter. Das ist ihm einfach scheißegal. Wir stehen da so zu sechs in so einer Ecke rum. Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles X. Ich habe gerade das Spiel gestartet und der Typ greif ich erfahren. Er stand auf einmal in mir. Dieser Drecksack, was willst du eigentlich, ja? Auf jeden Fall, beim letzten Mal sind wir in das Schiff des Kaiserreichs eingedrungen, um Nia zu retten. Droma haben wir bereits gerettet. Und mal gucken, wie weit wir das kommen. Ich denke, das soll klar gehen, so, du kannst mal einen Scheinschlag machen. Warum auch nicht? Dann vielleicht, wenn ich schnell genug bin. Das war natürlich schlecht getimt jetzt. Ich hoffe, ich bin auf Stufe 2. Der hat gerade ein bisschen mehr aus, der Typ. Oh, da kommt auch immer wieder Verstärkung. Das ist natürlich... Okay, jetzt kann ich. Nein! Er ist gestorben! Scheiße! Ich hatte gerade Spezialattacke bereit. Das gibt's doch nicht. Na gut. Oh, Torda. Ich wechsle mal meine Klinge. Okay, ich sammle das mal für dich ein. Problem. Okay, noch einer down. Sehr schön. Oh, Windschuss mache ich einfach mal. Wie jetzt alle ankommen. Wo kommen die alle her? Ja, ganz schön heilen. Oh, hallo, beweg dich. Und hau weiter drauf. Okay, Steinschlag. Kannst du machen. Aber schon krass, mit wie vielen Gegnern wir es schon aufnehmen können. Obwohl wir auf demselben Level sind wie die. Sind jetzt beide Level 10? Oder ist Tor gerade aufgestiegen? Moment. Ich bin jetzt. Ach, ich bin aufgestiegen. Ich bin jetzt Level 11 sogar. Krass. Krass, krass. So, und ich habe gesehen. Wir haben was Neues bei Harmonie-Ring. Also, wir haben jetzt den zweiten Ring freigeschaltet. Genau. Sehr schön. Und sogar ist schon Skill verfügbar oder wie auch immer. Flammende Klinge. Er rückt schon Schaden um 20%. So, das war vorher auf 10%. Genau, was ich noch gesehen habe, die Farben haben tatsächlich eine Bedeutung. Die roten hier sind unsere Spezialtechniken tatsächlich. Ja, zum Beispiel Volte, Flammenfinale. Das können wir auch hier sehen, wenn ich mal mit R hier weiter... Genau, bei Spezialtechniken, da haben wir auch Revolte, Flammenfinale. Das sind halt die, die können wir, glaube ich, verstärken dadurch. Beziehungsweise, da steht überhaupt auch ein Effekt dabei. Das steht ja hier nicht. Aber hier bei Harmonie-Ring haben wir tatsächlich einen Effekt. Wir haben hier zum Beispiel 60% Zusatzschaden gegen Bestien. Oder er sieht bei ungeworfenen Gegnern 100% mehr Schaden. Ist natürlich auch sehr krass. Und das wird natürlich... Ups, jetzt bin ich auf Umi gegangen. Ich hätte auch den neuen Ring freigeschaltet schon. Krass. Das wollte ich aber gar nicht. Genau, hier steigt sich auf 70%, hier auf 110. Sehr, sehr cool. So, und die gelben hier. Das sind unsere... Warte, lass mich nochmal gucken. Flammensegen... Glanz der Ages. Das sind Kampftalente. Yep, und Spezialtalente stehen da auch bei. Ups. Das sind die ganz hinten, die in grün. Das ist zum Beispiel Feuerelement, wo wir halt Dinge verbrutzeln können. Kochen ist auch dabei. So, und was haben wir jetzt freigeschaltet? Ja, das ist genau dasselbe. Von der Beschreibung her zumindest. Achso, klar, die haben ja Stufen, ne? Das ist jetzt Stufe 2 wahrscheinlich. Weil wir brauchen ja für bestimmte Hindernisse oder auch Fässer, da haben wir auch schon gesehen, da steht halt immer Stufe 1 oder halt auch höhere Stufe, wenn wir eine benötigen. Und das ist dann scheinbar Stufe 2. Was eigentlich, wenn wir das freischalten, ist das dann Stufe 3 oder 4?
Eine gute Frage, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Mann. Aber ich kann gerade noch mal gucken, wie viel... Okay, wir haben jetzt 175 von 1600 an Harmonie zu Pyra, um den nächsten Ring freizuschalten. Okay. So, mir hat eigentlich nichts Neues wirklich. Weil, ja, da fehlen noch die Bedingungen. Halbe beim Treffer KP der Gruppe 35% des verursachten Schadens. Okay. Das sind halt so Bedingungen, die wir erfüllen müssen, um die überhaupt freizuschalten. Das ist natürlich hier auch. Oder? Warte mal. Nee, das ist nicht... Nee, da unten steht die Bedingung, genau. Hier müssen wir zum Beispiel Likrosen in Gormand besiegen. Okay. Sehr schön. Kriegen wir bestimmt alles hin. Hier haben wir sogar schon 2 von 10 Hilfmitschreitern auf. Okay. Wenn die gestorben sind oder was? Weil sonst können wir das, glaube ich, gar nicht. Ja, ich denke schon. Okay. Okay, okay. Und sie... Oh, 2 neue Talente. Sehr schön. Schutzhaltung erhöht Blockrate um 10%. Sehr schön. Und Notfallmodus erhöht Blockrate um 20%, wenn KP 30% oder weniger. Alles klar. Sehr, sehr cool. Gut, hatten wir sonst noch irgendwas? Was ich noch zeigen wollte? Ich glaube, aber ich weiß nicht mehr was. Ich weiß nicht mehr was. Gut, Klingentechnik wahrscheinlich auch nicht. Apropos. Was heißt Klingentechnik? Einfach Techniken. Beziehungsweise Meistertechniken. Denn ich habe erfahren, Meistertechniken sind einfach ganz normale Techniken. Hätte ich mir auch denken können, aber ich war mir halt nicht sicher, weil das sonst nirgendwo so genannt wurde. Aber ja, da weiß ich jetzt Bescheid. Das ist natürlich sehr schön. So, und wir gucken noch kurz in den Erweiterungspass, ob wir was Neues haben. Wir haben es doch, Set 2. Ah, ne, habe ich schon. Die habe ich noch nicht. Die Zielmission Paket 1, schon, das wollte ich noch nicht nehmen. Kann ich das jetzt mitnehmen? Ja, kann ich. Und Lieblingsitem von Poppy kann ich auch mitnehmen. Sehr nice. Ups, ich wollte nicht zurück. Haben wir noch irgendwas? Ich kann mal kurz reingucken. Nopon vermisst. Oh, hier stehen sogar Kapitel. Okay. Ah, sprich in Togeldorf mit... in Gormod mit Taka. Aha. Das kann ich jetzt sogar schon machen, scheinbar. Das wahrscheinlich auch. Hier ist Kapitel 5, ab Kapitel 7 und ab Kapitel 10. Okay, ja, okay. Kann ich nicht irgendwie das ganze Paket nehmen? Egal. Nehmen wir einfach mal an. Gut. Oh, Rang D. Und Feuerelement Stufe 2. Hier steht das sogar. Okay, Mut Stufe 1. Okay. Rex Rang D mit Umi. Nice. Okay, so, eigentlich wollte ich gegen die kämpfen. Die sind gar nicht dazu gekommen. Also sind die respawned oder was, die hier alle drin waren? Ja, scheinbar. Denn da steht wieder einer. Okay. Gut, die Gegner respawnen, wenn man das Spiel neu startet. Schön zu wissen. Was ist denn da? Ein Schatz. Ein Schatz ist da. Den würde ich gerne haben. Aber zuerst... Ups, nein! Alles klar. Ich hoffe, er geht dann nicht automatisch durch. Oh, oh, das ist sogar ein besonderer Gegner. Da ist ein besonderer Gegner. Der hat aber keinen Namen. Wir sind beide besonders, okay. Okay. Aber sehr viel mehr halten jetzt auch nicht aus, oder? Verdammt, hab geblockt. Na, schon wieder. Was zur Hölle? Hab zu blocken, du Bastard. Moment, ich sollte... Sollte eigentlich den anderen angreifen. Hallo? Ja, jetzt. So. Okay, Steinschlag.
Okay, jetzt sollte ich es aber schaffen. Ich bin fast auf Stufe 2. Okay, Vulkan! Nice, excellent! Sehr schön, der war auf jeden Fall neu. Und können wir das? Ja. Tatsächlich, ja. Der Torda könnte die Kombo abschließen, wenn er schnell genug ist. Auf Stufe 3 zu kommen. Das wäre natürlich nice. Ja, aber der ist gleich tot, der Typ. Ups, Torda auch! Shit! Kann ich ihn wiederbeleben? Ne, kann ich nicht. Ich habe noch nicht. Die Leiste ist noch nicht voll. Und ich bin tot. Ich habe nicht aufgepasst. Ich war so drauf fixiert, die Combo zu machen. Ja. Scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Ja, hier muss ich da durch. Verdammt, ich will mich eigentlich nicht wieder komplett durchkämpfen. Das dauert noch viel zu lange, aber ich muss durch so einen großen Raum. Kann ich mich hier verstecken? Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen durchzuschleichen. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber... Ja, genau, geh mal weg. Ja, easy. Nice. Okay. Oh, Waffenkammertür. Okay. Aber ich hole mir erstmal den Schatz hier. Hey Leute! Die merkt mich gar nicht. Oh, der ist sogar eine Klinge. Krasser Typ. Schnapp mal einfach den Schatz. Als ob der nichts merkt, Alter. Was ist mit ihm? Wir haben sogar einen Splitter bekommen. Ja, ich greife ihn jetzt an. Oder ist das eine Klinge? Ich weiß nicht. Oder ist es einfach nur so ein Wachhund? Scheinbar schon, weil der hat keine Verbindung zu dem. Na gut. Aber kein Problem. So, Steinschlag. Und das fängt gerade an. Geht gerade zu viel ab. Okay, er greift auch den Hund an. Sehr gut. So, zwei Kombo könnte ich auf jeden Fall noch schaffen. Und mache ich auch. Sag schon mal tschüss, Mann. Okay, der ist down. Sehr schön. Also nochmal einen Steinschlag machen. Genau hinter ihm. Bam! Weg mit dir. Sehr schön, sehr schön. Okay, dann gucken wir mal in die Waffenkammer. Abgeschlossen. Natürlich. Mist. Ja, was war sonst? Oh, da liegt noch was. Da liegt ja noch was. Wollen wir natürlich nicht da lassen. Okay. Poppy, was machst du? Okay. Alles gut. Gut, dann versuchen wir nochmal gegen die beiden. Ein bisschen besser anstellen. Wo willst du hin? Kumpel, wo willst du hin? Ja, da kann man von hinten angreifen. So, diesmal acht geben. Was machst du da? Ich will doch hinter ihm bleiben. Du kannst doch nicht einfach deine Position wechseln. So, sehr schön. Okay. Ich warte einfach, bis ich Stufe 2 habe. Ich hoffe, er setzt nicht irgendwie automatisch ein. Tor stimmt mir langsam wieder weg. Okay, ich muss jetzt doch wechseln. Mal hier Heilung aufsammeln. Der stimmt trotzdem. Okay, ich versuch's mal damit. Tor müsste jetzt auch ein bisschen was gesammelt haben an Dings. Vielleicht. Ne, er kann dann nicht rein. Oder doch? Nee. Kann er nicht. Aber ich kann ihn wiederbeleben. Ich muss schnell heilen. Okay, jetzt. So, gib mir den Scheiß. Okay, sehr schön.
Wir müssen mal langsam einen loswerden. Ah, Steinschlag. Und vielleicht kann ich direkt kombinieren. Ich weiß gar nicht, ob Wind darauf sich kombinieren lässt. Scheinbar nicht. Schade. Okay, nochmal Heilung. Schnell. Oh, verdammt, er ist gestorben. Aber kann ich ihm aufhelfen? Okay, mal Spezialtechnik. Na komm schon, hilf ihm auf. Komm schon! Das gibt's doch nicht. Doch, doch, das hat gereicht. Holy shit, aber ich sterbe, ich sterbe. Der ist... Alter, das ist nur der. Ich hab die ganze Zeit Umi verwechselt. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre so ein Typ. Aber nee, ist nicht. Oh Gott, ich lebe. Ich lebe noch. Die ganze Zeit hier überlebe, ist der Wahnsinn. Das ist gar nicht mehr so einfach, tatsächlich. Gerade, aber wir haben es geschafft. Holy shit. Das war haarscharf. Aber ich liebe es, dass ich kämpfe. Schon mal hier. Arschgeige. Nicht ganz. Da ist er. そんなわけないだろ。助けられたら助け返せ。サルベージャーの合言葉その2だ。アンタらしいね。兄貴、脱出ルート見つけたもん。急いでもノボン族。お力を貸してくださった。新しい仲間さ。よ。よろしく。さあ、こんなところに長居は無用じゃ。脱出するぞ。 Nice! Nia ist wieder mit dabei! Sehr schön. So haben wir natürlich noch bessere Chancen. Ah, sie bleibt aber Level 8. Krass, okay. Ich hoffe, sie kann dann gut nachholen. Aber wir kriegen ja nicht so viel Erfahrung eigentlich. Auf derselben Stufe wie die Gegner. Jetzt, da du Nia befreit hast, ist es an der Zeit, dir ein strategisch wichtiges Element des Spiels zu erklären. Die Rolle der Klinge und die Klassen der Meister. Jeder Klinge ist eine Rolle angeboren. Angriff, Heilen und Abwehr. Para zum Beispiel die Rolle Angriff und Dromach die Rolle Heilen. Die Rollen seiner Klingenpartner bestimmen den Angriffsstil seines Meisters und somit seine Klasse. Je nach Zusammenstellung der Rollen ergibt sich eine Vielzahl von Klassen, manche offensiv, manche defensiv. Jede Klasse verleiht spezielle Effekte. Ob du bei der Auswahl deiner Klingenpartner einfach deine Lieblingsklingen auswählst, oder auf besonders starke Klasseneffekte abzielst, ist dir überlassen. Normale Klingen können ihre Rolle nicht wechseln, aber Poppy ist als künstliche Klinge eine Ausnahme. Sie kann ihre Rolle in ihrem Wartungsmenü Poppyfikation ändern. Neue Rollenprozessoren für Poppy werden im Spielautomaten Tiger Tiger als Preis ausgegeben. So, das war erstmal alles zu Rollen und Klassen. Und jetzt so schnell wie möglich raus hier. Alles klar! Nice. Und wir haben den ersten Sicherheitsschlüssel. Woher? Von den Wachen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Cool, cool. Und diese Klasseneffekte, sind das rein zufällig? Die hier? Ja, steht sogar. Klasseneffekt. Steht ja sogar da. Okay. Ja, cool. Dann weiß ich ja Bescheid. Sehr schön. Ich kann gerade bei Nia mal gucken. Aha, ich kann ihre Techniken aufleveln. Das ist natürlich sehr schön. Sie hat 700 WP, nicht schlecht. Okay. Das kann Schwanken verursachen, das ist schon mal nicht schlecht. Schon mal ein guter Skill. Okay.
Auch nicht schlecht. Und erhöht sogar die Chance auf zwei Kapseln auf 20%. Wenn ich das erhöhe, das ist natürlich sehr cool. Das ist nur zum... Ah ne, das ist Heilung. Heilung ist natürlich immer gut. Ja, also Heilung. Erstmal auf jeden Fall. Da gibt es kein Vertun. Und sonst kann ich auch gar nichts. Schade. Aber das musste sein. Das ist für die Heilerklasse erstmal am wichtigsten. Obwohl das natürlich auch sehr cool ist. Und Schwanken ist auch immer sehr gut. Die haben mich eh nicht ausgerüstet, aber... Okay, Seitenangriff, 50% mehr Schaden. Joa, kann man machen, aber dass sie eher Heilung ist, sind die, glaube ich, ganz gut. Und dass wir Schwanken im Set haben, ist auch ziemlich nice. Hat man nicht auch einen, der umwerfen kann? Moment. Ja, verdammt, hier kann ich nicht wechseln. Warst du das? Ja, doch, umwerfen. Cool. Das heißt, wir können den Gegner zum Schwanken bringen und direkt dann umwerfen im Anschluss, wenn die das richtig kombinieren. Aber normalerweise machen das CPUs, wenn die Fähigkeiten, die Technik verfügbar haben gerade. Dann setzt sie das normalerweise auch um. Gut, gut. Ich wollte noch bei Droma gucken. Aber Nieringe, noch nichts Neues. Okay. Okay, Hilfskerne mache ich mal später. Im nächsten Part vielleicht. Okay. Okay. Lassen wir es erstmal dabei und hauen hier ab. So, was haben wir hier noch? Abgeschlossen. Schade. Hier wahrscheinlich auch. Okay. Wofür ist denn der Schlüssel überhaupt? Hoffentlich für die Waffenkammer. Das wäre schon nice. Tatsache, nice. Ich sehe noch irgendwas. Oh, ist ein Reisepunkt. Hier scheint es zum Hangar zu gehen. Da finden wir bestimmt auch einen Ausgang. Nu, Tor fest verschlossen. Bewegt sich kein Stück. Sieht selbst für Poppy zu stabil aus. Was? Kann nicht sein. Du musst defekt sein. Verdammt, wir waren fast draußen. Rex, sieh mal da drüben. Oh, könnte das der Schalter für das Tor hier sein? In Anbetracht der mangelnden Alternativen sollten wir diese Möglichkeit überprüfen. Sollte er das Tor tatsächlich öffnen, wäre dies unsere Chance, durch den Hangar zu entkommen. Was stehen wir hier dann rum? Sieht so aus, als müssten wir erst nochmal hier raus und uns einen Weg nach da oben suchen. Dann tun wir es doch. Wird schon nicht so schwer sein. Shotkonsole, können wir irgendwas machen? Scheint ein Problem mit der Energieversorgung zu geben. Na dann. Achso. Ah, okay. Und das führt auch dahin. Das heißt, wir müssen erstmal den Schalter aktivieren und dann können wir hier den Knopf benutzen, um die Tür zu öffnen. Warum nicht? Oh, zweiter Sicherheitsschlüssel. Ich dachte schon, was liegt da rum? Okay, das heißt, wir müssen erstmal einen anderen Weg gehen. Ich dachte, hier wäre vielleicht ein Leiter oder so. Aber es wäre natürlich auch zu einfach. Ganz klar. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Gut. Das kriegen wir irgendwie gebacken, denke ich. So, hier durch war eigentlich eine gute Option. Denn hier sieht uns keiner. Okay, der wird uns jetzt wahrscheinlich sehen, wenn er sich umdreht. Oder? Hallo? Als ob, Alter. Das ist ihm einfach scheißegal. Wir stehen da so zu sechs in so einer Ecke rum. Schilder. Und der denkt so, Wayne, hi Typ. Wollt ihr gerade auch an uns vorbeigehen? Hab ich das richtig gesehen? Wir sind alle blind. Okay. Hätte ich mal gucken müssen, ob der tatsächlich einfach an uns vorbeigegangen wäre. Das wäre schon lustig gewesen. Muss schon sagen. Ein bisschen witzig wäre es gewesen. Aber hey. So, aber hier gehen wir ja weiter runter. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber, okay, der hat uns auf jeden Fall entdeckt. Aber vielleicht gab es hier noch einen Weg. Ich weiß gerade nicht mehr. Schon wieder ein paar Tage her, deswegen muss ich gerade gucken. Oder vielleicht muss ich durch eine Zelle gehen. Wenn das über Zellen waren, da bei mir. Ja, da waren ja auch noch Türen, die verschlossen waren.
Vielleicht sollte ich das zuerst machen. Ja. Ich drücke mal erst falsch. Ich drücke mal R, aber der ist schon anvisiert. Okay, kurz umpositionieren. Aber die hatten ja zum Glück gar nichts aus. Bam und tschüss. Sehr schön. Oder gehe ich doch weiter hier lang? Bin mir echt nicht sicher. Da geht es immer weiter runter. Ich glaube, hier war Droma, genau. Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht fündig. Ich habe mal die Karte im Blick. Sehe ich da unten einen Gang? Ja, ich bin nicht. Oder Moment. Das zählt zu da oben. Moment, irgendwas war da noch. Moment mal, ich muss kurz ein bisschen umherirren. Lasst euch davon nicht beirren. Ah ne, das ist gar nichts, das, oder? Was ist das? Keine Ahnung, das ist ein Typ. Hier ist ein... A drücken. Das ist eine Sackgasse. Ah ne, ging es hoch. Ging es da durch? Ja, aber ich glaube, das wird mich auch nicht zum Ziel bringen. Ich weiß gar nicht mehr... Ah, ich glaube, das hat zum Zellentrakt geführt, wo Droma war, oder? Ich glaube, so war das. Okay, dann wäre ich hier auf jeden Fall nicht fündig. Okay, okay, okay. Ja, Typ. Ja, verdammt. Egal. Ich lasse jetzt einfach hinter mir herlaufen, vielleicht. Ja. Wären wir los. Gesagt, getan. Sehr schön. Okay, dann war das. Dann war der Weg ziemlich unnütz. Moment, da war der Weg. Obwohl, können wir da durch? Ah. Ah. Das sieht doch richtig aus. Hier kommen wir auch hoch. Was ist denn da? Da ist ein Schatz. Wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da hin? Ah, okay, über. Ah, okay. Okay, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. So kann ich nicht, oder? Nee. Dann doch von weiter oben. Moment, Moment, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, gar kein Problem. So, sehr schön. Oh ne, jetzt bin ich hier. Da will ich hin. Oh! Aber ganz knapp da reingeschlüpft. Jetzt langsam hier drüber. Oder gibt's noch. Wow. Nee. Ist der einzige Weg scheinbar auch. Krass. Hätte ich gar nicht gedacht, was sie so versteckt sind. Aber sehr nice. Sehr, sehr nice. So, ist noch was runtergefallen? Ja. Ein bisschen Geld. Nehme ich auch noch mit. Sehr, sehr schön. So, jetzt können wir auch ganz oben. Da geht's lang, da geht's. Wow, Typ. Und da geht's auch noch lang. Drei Wege stehen uns offen. Oh, das sieht ziemlich groß aus. Aber wie kann ich tatsächlich hin? Ich dachte, das wäre verschlossen vielleicht. Aber nee. Was ist das? Das Deck? Sieht ein bisschen so aus. Aber okay, Leute, ich würde sagen, ich beende hier den Part beim nächsten Mal. Gucken wir mal, wo wir lang gehen. Wir können da auch lang. Wir können überall lang. Krasse Scheiße, Mann. Krasse Scheiße. Aber okay, ja. Das sehen wir uns dann im nächsten Part an, wo wir tatsächlich lang gehen. Ich weiß noch nicht genau, aber mal schauen. Was? Und das ist hier peinlich, weiß nicht was, aber... Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.